So? So? Ja, okay. Der Vortrag ist sehr, sehr kurz, weil ich gar nicht so genau wusste, was ich jetzt zu erzählen sollte, aber ich habe letztens neue ZSH-Features gefunden, oder jedenfalls für mich neue ZSH-Features. Bin ich gespannt. Ja, das kam, also ich habe diese Kunden, und diese Kunden haben Microservices gemacht, indem sie ihren Monolithen 7-mal kopiert haben, alle Endpunkte rausgeschmissen haben, die der jeweilige Microservice nicht braucht, und deshalb muss ich jetzt eine sehr große Codebase navigieren. Und es gibt halt auch relativ viele Directories und sehr viele gleichbenannte Dateien, die halt alle irgendwie Blabla Factory PHP sind. Und das ist nicht so geil. Deshalb suche ich ja neue Möglichkeiten, schnell durch große Trees zu navigieren. Ja, diese Features kannte ich schon, aber ich nehme an, dass die nicht alle kennen, und die sind sehr, sehr, sehr nützlich. Also erstens, die Manpage ZXL, also ist natürlich sowieso unter C-Shell, also es gibt bestimmt noch andere Shells, die das ähnliches können, also History Expansion gibt es unter anderen definitiv auch, das habe ich schon gesehen, ich weiß nicht, ob alle Features da auch sind, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht andere Shells gibt, die noch geilere Features haben, die ich wiederum nicht kenne, wenn jemand eine bessere Shell hat, bin ich sehr interessiert, aber anyway, für C-Shell ist Man ZXL Expansion so die Manpage, wo irgendwie all die komische Magie passiert irgendwie. Manpage. Ja, hier ist ein bisschen crazy. So, ja, was gibt es? Also History Expansion, wenn man hier was gemacht hat, zum Beispiel so einen ganz komplizierten Command, man möchte das nicht nochmal tippen, dann kann man zwei Ausrufezeichen tippen, dann passiert einfach das gleiche nochmal. Oh, und er sagt, was er tut. Ja, er sagt, was er tut. Man kann außerdem, wenn man sich gemerkt hat oder in den Prompt geschrieben hat, was ich aber nicht tue, den Command mit der entsprechenden Nummer ausführen. Das hier ist halt irgendwie der erste, das hier ist der zweite und so weiter. Wenn man nicht darauf steht, sich in jedem Terminal zu merken, wie viele Commands man schon eingegeben hat, kann man mit negativen Nummern relativ zum aktuellen adressieren. So, das ist halt jetzt der einen vorher. Das ist meistens nützlicher. Man kann auch, was haben wir nochmal, genau, wenn man irgendwas Langes eingegeben hat, dann kann man nach Präfixen suchen. Und man kann auch nach irgendwas suchen. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man irgendwie, ja, ich habe letztens schon diese Datei irgendwie offen gehabt, aber wie genau war der Pfad und was ist eigentlich, war das jetzt eine Factory oder ein Service oder so? Dann kann man halt irgendwie auch so solchen Fragezeichen, das Ding, was ich irgendwie meine, und das klappt dann meistens. Das ist tatsächlich auch immer nur, wenn du entweder deine History irgendwo hinschreibst, global, oder die gleiche Shell benutzt. Oder ja, tatsächlich. Bei mir klappt das üblicherweise deshalb, weil ich meistens im selben Kontext irgendwie drei Terminals aufhabe und eins ist irgendwie das, in dem alle Editoren leben. Ja. Und dann ist es halt sogar ganz praktisch, weil ich quasi auch tatsächlich die Wimmer wische und nicht das RM. Aber also ich schreibe meine History länger schon nicht mehr runter, weil ich das immer ein bisschen creepy finde, dass man am Ende noch alles sieht, was ich da so gemacht habe. Kannst du das tabben, also automatisch expanden? Ja. Kurz zu der History vielleicht. Also prinzipiell gibt es die Option, dass man sich das so mergen kann, wie man möchte. Und wenn man Share History anmacht, dann ist sogar zwischen allen gleichzeitig laufenden Sessions hat man eine Shared History. Finde ich persönlich furchtbar. Wenn ich in Shell A irgendwie was mache, dann will ich nicht, dass meine History aus Shell B da irgendwie mit reinkommt. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist voll das Killer-Feature, finden sie voll geil. Gerade noch nicht irgendwie mich so. Das funktioniert nicht stabil. Nicht? Nee. Die History wird nicht immer sauber in die neuen Terminals genommen. Okay, ich hab's nie ausprobiert. Manchmal. Keine Verwendung würde. Und auch nur, wenn du sowas wie Steuerung C machst oder leeres Kommando Enter. Wenn du einfach Kommandos machst, wird nichts übernommen. Es ist ein bisschen weird. Klingt kaputt. Okay, also es gibt jedenfalls ein semi-working Feature in die Richtung. Okay, cool. Genau, was man noch machen kann, ist, wenn man etwas gesucht hat. Und jetzt möchte man diese eine Datei, die gibt es in diesem Fall nicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen ist. Was kommt erst später? Ja, doch, das kann ich trotzdem schon sagen. Ausrufezeichen, Fragezeichen ist das Word, was gematcht wurde, die letzte Suche. 100%. Ja, genau. Entschuldigung, Ausrufezeichen, Prozent. Ich habe das Richtige getippt und das Falsche gesagt. Also mein Ausrufezeichen, Fragezeichen wurde geradezu. Mein Ausrufezeichen Prozent wurde gerade so DFDF, weil das ist, was von dem letzten Ausrufezeichen Fragezeichen gematcht wurde. Das ist dann ganz nützlich, wenn man erst, keine Ahnung, LS gemacht hat und dann Vim machen will und dann doch RM oder wie auch immer. So, was wollte ich noch erzählen dazu? Genau, man kann, was will ich denn mal? Nein, den langen will ich haben. So, wenn ich mehrere Argumente hatte, kann ich auch auf einzelne davon zugreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie das zweite, also Ausrufezeichen 1 ist
ein Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, das ist der letzte Befehl. Und jetzt habe ich quasi in 1 ist das erste Word von dieser Kommandozeile, in 2 ist das zweite davon, in 3 ist, na, ist klar. Das ist dann ganz nützlich, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Redirect gemacht hat und man hat irgendwie größer als meine neue Datei, war so das Ende eines Befehls. Und dann ist zum Beispiel, das hier ist halt das letzte Argument aus der vorherigen Kommandozeile. Also im Zweifelsfall die Datei, die man gerade angelegt hat. Geht auch wieder aus dem Second Dollar, weißt du? So meinst du? Ja. Ja. Also weiß ich, aber vergesse ich meistens. Ja, das kann ich mir merken, das andere ist immer so. Oh. Ja, das andere ist halt die generische Variante. Ja, das stimmt. Für den seltenen Fall, dass ich Ausrufezeichen minus 17 Doppelpunkt ja. 7 bis Dollar schreiben will, dann. Ja. Das wäre ja ständig. Ja, nur quasi. Genau, und gelegentlich braucht man tatsächlich auch mal diesen hier, das ist die aktuelle Kommandozeile. Das ist top. Das ist total sinnvoll, wenn man ja. zum Beispiel irgendwie. Wenn man hier, ja, wenn man sowas hier gemacht hat, my new file halt, und irgendwie so, ne? Ja, nochmal, ne? Boah, also mein Standard-Use-Case dafür ist, wenn ich eine Datei lesen will ja. und sie von so wie sie heißt, zu ungefähr so wie sie heißt, dann mache ich Ausrufungszeichen ja. Hash Dollar. Tab. Dann kriegt man nämlich das letzte Ding ja. einfach nochmal und dann direkt tabben und dann kann man es dann ändern. Das da habe ich noch ein Killer-Feature von Shells, nämlich my old name. Oh. Das ist voll gut. Da muss ich viel zu weit vorher ja, okay. nachdenken. In der Praxis muss ich so viel drüber nachdenken. Dass du besser tappen kannst, okay. Nutzt du das? Ja, ich mach's fast immer so. Okay. Sehr gut. Ja, genau. Und da unten steht noch plus Modifiers, weil meistens hat man ja irgendwie, keine Ahnung, was hat man denn gemacht? So, jetzt habe ich das hier irgendwie ignoriert. Und jetzt möchte ich aber gerne. Nee, das ist kein gutes Beispiel. Ich möchte LSDD01. Was ist da drin? Fuso. Und jetzt möchte ich aber gerne DD quasi spezifizieren, ohne DD nochmal tippen zu müssen, weil DD natürlich nicht DD ist, sondern irgendwie Service Factory, Enterprise, Main, Up, Bundle und so weiter. Und dann ist das hier. Doppelpunkt H ist der Head quasi von dem ganzen Ding und Doppelpunkt T, ich weiß nicht, ob das gerade gegeben hat. Also das hier ist das letzte Argument vom vorherigen Befehl und Doppelpunkt T ist hinten der Tail und es gibt noch jede Menge Modifier, die aber die quasi nie braucht. Also man kann irgendwie noch Substitute machen und generische Shell-Evaluation auf dem Ding und alles. Oder Uppercase, Lowercase und so. Aber praktisch habe ich eigentlich immer nur H und T. Wichtig zu wissen, man kann den Kram tab-completen. Ja. Also. Aber dann ist es halt weg. Nee. Also ich meine nicht expanden. Also wenn du jetzt was? Die Ausrufezeichen auch... Okay, aber das kenne ich vielleicht nicht. Ausrufezeichen, also Doppelpunkt, ja. Jetzt machen wir Tab. Nee, du hast irgendwie Magic... Du hast noch coolere Nichel-Plugins wahrscheinlich. Magic, aber dann sagt er einem, an der Stelle gibt es folgende Modifier. Dann muss man das merken. Das ist gut. Ja. Kennst du nochmal das Current Command? Ja. Okay. Okay. Alles, was man bisher getippt hat, ja. Okay. Ja, das ist also das Ganze, was man bisher getippt hat, ist halt meistens nicht so sinnvoll, aber sowas wie Vince gerade meinte, so das letzte, was man gerade. Okay, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Move Blob nach, das hier höchstens Anwendungsfall 2. So, dafür ist das halt ganz gut. Und ich habe schon häufiger mal, ja, LaTeX, bla bla bla, Punkt LaTeX, ne? Auch voll gut. So für Rebuilding von. Ja, das ist auch ein klassischer Anwendungsfall davon auf jeden Fall. Also das ist sozusagen Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Aber in Inline. Ja, ohne Enter, genau. Ja. Man kann ja aber auch usen, ohne den zu completen, oder? Ja, man kann ihn einfach drücken. Genau. Ich habe bloß immer jetzt Tab gedrückt, damit man sieht, was passiert. Wenn man danach weiterschreibt, nimmt aber trotzdem nur den Head bis dahin. Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Nein, ja, also es scheint tatsächlich. Was passiert, wenn du irgendwie Echo Foo und dann zweimal das letzte Wort? Ja. Genau, jetzt sagen wir das gleich nochmal. Das sollte gehen. Ja. Ja, backward, das ist halt der Reihe nach expanded. Ja. Okay. Ja, okay. Edge Case von. Ja, nee, ist gut. So, genau, und das sind die Sachen, die ich tatsächlich neu gefunden habe. Ich habe, also das Minus F1 ist nicht so spannend, das ist bloß, damit man es danach in einen Cut reintun kann. Es gibt ganz schön crazy File-Name-Globbing in C-Shell.
Also ja, Stern ist klar, glaube ich. Ich mache mal gerade ls-1f, dass es deutlich wird, weil später wird die Sortierung relevant. Also 1f macht einfach alle Magie von ls aus, macht einfach eine Datei pro Zeile, no fancy. Ja, wenn man Stern hat, das ist bekannt, glaube ich, dann sind das einfach alle Dateien im aktuellen Verzeichnis. Und weil ls hilfreich sein wird, hat es unsere Directories direkt wieder ausgepackt. Also minus d bei ls geht nicht in Directories rein, also ls mit einem Directory-Namen zeigt jetzt einfach das Directory an. Okay, so, Stern war alle in dem Verzeichnis, Fragezeichen habe ich hier keine, weil ich keine Datei mit nur einem, habe ich die Dir welche gemacht? Nö. Achso, ich kann ja alle mit zwei Zeichen machen. Das ist, glaube ich, bekannt. Spannender finde ich, dieses hier. Das ist ja in offensichtlich vielen Anwendungen, wenn man halt irgendwie einen Haufen Dateien hat, ganz praktisch. Das ist einfach generisches Pattern. Und was ich auch nicht kannte, ist Tilde. Wollen wir den Nullen? Ja, der interpretiert die Pfeile numerisch an der Stelle und so matcht das dann gegen die Range quasi. Ich habe, glaube ich, nie numerische Dateinamen, außer wenn ich irgendwie eine Datei namens 2 aus Versehen anlege. Ich habe, keine Ahnung, gerade so irgendwie, ich habe 30 Frames gerendert oder ich habe 2 Slides, ja, oder du sowas. Also, Kamera-Output. Ja. Zum Beispiel. Oh ja. Wie ist das unterschiedlich zu geschweifte Klammern und der Range? Geht das mit Minus? Das ist ja nicht. String einfach nur in die Range. Geht das? Auch, ich könnte ja auch Stern geschweifte Klammern machen, oder? Nee, du kannst natürlich. Du kannst Stern 3,5 machen, aber das ist nur. Was? Und? Punkt. Geht auch. Okay. 3,5. Das ist cool. Das kann ich auch noch nicht. Ja, aber der Unterschied ist, die geschweiften Klammern sind keine Globs, also die suchen eigentlich nach Dateien nach. Dann das Expanden einfach. Expanden auf der Command Line. Das heißt, damit hast du Probleme, wenn du. Warte, das heißt, 3.7 ist jetzt in Wirklichkeit das. Ah, cool. Genau, wenn du ein Sternchen davor machst, dann wirst du ja wahrscheinlich fehlschlagen. Ja, es hat jetzt geklappt, weil er natürlich die Sternchen. Genau, mach den mal bis 15 und dann schick's ab. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, genau, weil dann expandet das erste und dann zu glauben auf jedes Sternchen und dann klappt es nicht. Ich verstehe es nicht. Das hier geht. Okay. Weil. Ich dachte ja schon. Weil das hier matcht quasi die vorhandenen Files gegen dieses Pattern. Ja. Und das andere hat erzeugt quasi aus dem 3 bis 15. Eine Wordliste von 3, 4, 5, 6. Weil die Dateien nicht existieren. Ja, genau. Ja. Und das ist quasi Fallname. Ich bin einfach vorausgegangen, ich weiß nicht, welche Dateien existieren. Das ist vielleicht falsch. Je nach Kontext, ne? Ja. Aber andererseits, da mit den geschweiften Klammern kann man neue Dateien erzeugen, mit dem anderen nicht. Oder in Klammern groß N dahinter schreiben, das hast du hier, glaube ich, nicht dabei. Nee, habe ich nicht. Also das war einfach nicht ein Teil meiner Anwendungsfälle. Also es gibt noch viel, viel mehr Modifier, die alle diese Man-Satisfier-Expansion, ja. Man-Page sind. Genau, was ich auch nicht kannte bis vor kurzem war, wenn ich aus Gründen irgendwie eine Datei nicht mag, dann kann ich die rausnehmen. Das rechts ist ein Pattern, das ist, also das kann ich quasi wieder beliebig. Aber kein Glob. Was? Das ist ein Pattern, aber kein Glob. Echt nicht? Ja. Das ist ein Glob. Du kannst da nicht sagen, matche keine Dateien nach. Hä? Er matcht keine was? Es ist halt nur ein String-Pattern. Er matcht dann auf die Strings der gefundenen Dateien und er macht nicht Liste A von Dateien, aber nicht Liste B von Dateien. Wait, wie können wir das verifizieren? Du kannst nicht sowas machen wie Sternchen in Klammern Punkt dahinter. Ich denke schon. Könnt ihr für unenge Weise noch einmal Glob und Pattern... Ein Pattern matcht auf Strings, ein Glob matcht Dateinamen, die im Verzeichnis rumliegen. Und das nach der Tilde matcht nur auf die Strings der Dateinamen, die vorher geglobt wurden. Okay. Was? Dein Leben macht Carré matcht auf... Crazy. Carré matcht auf Dateinamen. Was ist das hier? Man gewöhnt sich also eins von beiden zu benutzen und macht Nein, warum ist das gleich? Nicht ganz. Ja, okay. Ich mach das mal leer. Gut. So, was ist noch nützlich? Sternstern ist super nützlich. Sternstern ist ja nicht mehr wie so Verzeichnisse dazwischen.
das sind jetzt, ls war wieder extra hilfreich. So, das sind alle Dateien hier und in Unterverzeichnissen. Genau, Moment, hier. Moment, was heißt Sternstern und was heißt der Stern dahinter? Beliebige Verzeichnisse und beliebige Dateien. Genau, das sind das heißt beliebige Dateien. Ohne irgendwas dahinter würde dir nur beliebige Verzeichnisse geben. Ah, okay. Und ganz schlimm ist, dass Stern von verschiedenen Pattern-Matching-Algorithmen ganz unterschiedlich interpretiert wird. Also manchmal möchte man das und in String rappen und manchmal möchte man das nicht. Ah. Weil manchmal möchte man die Shell das aufwerten lassen, manchmal möchte man das nicht. Okay, ja, aber das ist ja jetzt alles Shell. Also was soll ich denn noch mit dem Stern machen? Außer ganz viele Dateien. Achso, genau, man kann nämlich, wenn man jetzt all diese Dateien hat, die jetzt nochmal nach ihren Eigenschaften filtern. Also alle Directories, die hier sind, heißen dir aus Gründen. Wenn ich die nicht haben will, dann möchte ich gerne nur Dateien haben. Dann mache ich hier so runde Klammer hinter am Ende und sage Punkt und Punkt ist eine Regular File. Und wenn ich nur die Verzeichnisse haben will, kann ich Slash nehmen. Oder wenn ich nur die ausführbaren Dateien haben will, kann ich Stern nehmen für extra Übersichtlichkeit, aber es gibt keine extra. Ja, das ist ein ganz anderer Stern. Das ist völlig verschieden, das hat miteinander praktisch nichts zu tun. Ja. Nein. Ja, ich habe da auch gewisse Zweifel an der Aussage, aber ja. Also jetzt ist es halt. Genau, jetzt matcht das. Ja, man kann an der Stelle, ich kenne keinen praktischen Anwendungsfall dafür, auch beliebige Shell-Expressions auswerten lassen. Kannst du das? Ja, gibt es. Was hast du? Du kannst den Stern in Klammern nochmal erklären, was du machst. Ja, der Stern in Klammern, also hier in diesen Klammern kommen jetzt quasi Modifier auf diese Set von Dateien. Also, und zwar inhaltlich. Also, ne, vielmal, also da fängt das... Also der, diese Klammer ändert quasi die komplette Semantik von dem, was danach kommt. Ja. Jetzt gibt es hier so einen super Haufen Flags, die in diesem Man-Set-Expansion drin sind, die man so machen kann. Zum Beispiel Punkt macht nur reguläre Dateien. Okay. Keine Sockets, keine FIFOs, keine Directories. Slash macht nur Directories. Stern macht nur ausführbare Dateien. Und so weiter quasi. Okay. Ja, genau. Mit E kann man irgendwie einen beliebigen Shell-Ausdruck auswerten und das Ergebnis des Shell-Ausdrucks muss man in Reply speichern und dann wird das irgendwie... Hab ich was falsch gemacht? Sind wir nicht gut hier? Ich glaube, du brauchst beides. Nee, Single-Tick ist nicht gut, mein Beispiel ist hier falsch. Single-Tick hat irgendwie die falsche Semantik für das, was ich vorhatte. Er callt den Shellcode für jeden, oder was? Ja, genau, der hat jetzt für jede Datei, die er da gefunden hat, das aufgerufen. Und der Reply wurde dann auf 5 und deshalb hat er sich jetzt beschwert, weil die Datei 5 nicht da ist. Aber man kann auch irgendwie Error zurück, also Reply, glaube ich, auf leer setzen. Dann wird die Datei halt nicht gematcht. Das gibt bestimmt einen anderen Fall, aber das habe ich noch nicht gebraucht. Das ist sozusagen Map Reduce für. Also das ist quasi Filter für Shell. Ja. Filter und Map auf einmal für Shell. Ja. Das heißt, wenn es kommt. Ja. Genau. Semi-nützlich ist sowas hier. Das ist alle Dinge, die in der letzten Stunde modifiziert wurden. Modified, Einheit Hours. Eine Stunde und weniger. Was meinst du mit semi-nützlich? Ja, doch, das ist genau. Das ist ein Shit, der älter ist als 2 Tage oder so? Ja, ja, ja. Ständig? Ja, das ist dann so rum. Aber ja. In diesem Fall, warum nicht? Weil dein Vortrag noch nicht eine Stunde alt ist. Nein. Genau, weil groß L ist für Größe. Und was auch gut ist, man kann auch die Sortierung dieser Sets machen. Das ist ordered by modification, das ist andersrum ordered by modification. Logischerweise. Und man kann man kann sich hier so die ersten 5 oder so geben lassen. Das hält mir zu einfach. Mhm. Ja, das ist jetzt schön. Ja, aber vor allem wollte ich eigentlich, dass man man kann, wenn man möchte, tatsächlich auch irgendwie den aktuell, also den letzten editierten oder halt mit Nummern den zu drittletzte Datei. Also ich habe es halt tatsächlich in meinem crazy Projekt gebraucht, weil ich einfach gesagt habe, ja, ich habe da letztens sowas angefasst, gib mir einfach die letzten 10 Modified Files, nummeriere mir die, ich hätte gerne die 7. So. Und ja, die eigentliche Lösung ist, man baut einfach Microservices anders, aber ich will halt für bezahlt, Probleme zu lösen, die andere gemacht, das ist halt so. Naja, aber die Shell kann einem ja ein bisschen helfen. Was passiert, wenn du in der Z-Shell ja? Alt-Punkt drückst? Alt-Punkt? Das hier. Cool. Das liegt aber an meinem kaputten Keyboard-Giraffe.
Also wenn ich Alt A drücke, dann passiert das, was im Bash passiert. Das ist nicht die Folge, glaube ich. Wenn ich Alt Punkt mache, kommt das letzte Element vom vorherigen Kommando. Du hast den Bash, oder? Nee, den Zettel. Ja, aber ich würde nicht. Das hatte ich erwartet, aber. Ja, also ich vermute, das liegt daran, dass mein Keyboard-Mapping ist halt komplett non-standard. Kann sein, ja. Also, erstens mal, das ist. Weil dein Punkt weg übernimmt. Ja, so, warte mal. Nee, das ist Öl. Überraschenderweise. Weil das ist halt. Das hat zwei Punkte, ja. Das macht auch Punkte, ja. Ja, genau. Ja. Das ist alles. Ich sage dir mal eine Frage. Ja. Da kann man auch so kombinieren. Du ja, man kann alles kombinieren. Nein, du kannst deine beiden Foliensätze kombinieren. Ja. Du kannst jetzt hinter das M einen Doppelpunkt machen. Ja, ich kann jetzt hier Tail machen, natürlich. Hervorragend. Ich kann, ich hätte nicht Tab drücken sollen, aber ja. History Expansions gehen auch an Glock-Qualifier. Nein, wait. History Expansion Modifier gehen auch an. Modifier gehen auch an Glock-Qualifier. Ja, korrekt. Wenn ich das so machen möchte, dann kann ich zum Beispiel alle Verzeichnisse in den regulären Dateien sind, machen und solchen Unsinn. Genau. Das ist jetzt von jeder regulären Datei das Verzeichnis, das dazu gehört. Das hat jetzt keinen Zweck, aber es geht. Und zwar von jeder einzelnen. Genau, von jeder einzelnen. Also hier, pass auf, ich kann hier, also, so waren quasi die. Genau, so. Ja, kann man. Genau, da kann man, ich weiß gar nicht, ist das hier Uppercase? Nee. Weißt du zufällig Uppercase auswendig? Ich bin mir nicht sicher, ob es Uppercase gibt, ehrlich gesagt. Ja, kann man halt machen, ne? Also. Als Substitution. Wait. Wie geht Multi-Substitute? Das geht irgendwie. SG? GS. Oh Gott, das erinnert oder an selbst. Wahrscheinlich nicht. Dieses Tool aus der. Ja, wieso? Was heißt das der Hölle? Das kannst du halt überall. Nee, das ist nicht das GS. Ja, das meine ich damit. Selbst ist voll toll. Ja, was denn? Jetzt haben wir alle regulären Dateien und in deren Dateien haben wir es geändert. Ich komme immer durcheinander bei Regex, POSIX, Regex und Standard Regex. Und Wim hat alles 4. Hä? Wim hat alles 4. Ich hab auch. Wir müssen zum Doppelpunkt bitte nochmal tappen. Nee, also da. Alles löschen. Achso. Das könnte jetzt ein Wim-Command sein. Nein, das ist irgendeine. Geht Steuerung D bei dir? Steuerung D? Nee. Okay. Keine Ahnung. Aber Steuerung U geht, also normales Return ist da. Wahrscheinlich hast du besseres Completion. Also vielleicht hast du tatsächlich irgendwelche Completion Plugins, auch vielleicht per System Default über Minitool. Das ist kein Plugin, weiß ich. Hä, aber Completion ist fast alles irgendwie wird dynamisch zusammen konfiguriert. Ja, das ist trotzdem im Standard Component drin. Das ist vielleicht ist meins doch einfach shitty aufgesetzt, das kann schon sein. Ich habe noch eine Frage. Ja. Mach mal einen Wim auf. Ja. Das war keine Frage. Mach mal einen Wim wieder zu. Ja. Warum will er Liblua 5.2.so0 finden? Und warum gibt es das bei dir nicht? Und warum geht es trotzdem? Du Vorträge hältst. Das eigentlich Witzige für mich, dass er No Version Information Available beschwert und es aber im Dateinamen. Ja. Read-Elf auf diese Datei. Was? Ja, Da steht bestimmt, da fehlt bestimmt was im Elf-Header oder so. Was? Achso. Kannst du den Output nicht auch überwachen? Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber ich glaube nicht. Nein! Ja, sei doch nicht! Über das 5.2, aber warum? Versuchst du jetzt erst, dass es. Ja, ist doch da, aber es hat keine Version von welchen, ja? Ja, achso. Au. Keine, die wachsen würde. Das doch. Ist Version von welchen. Ja, aber vielleicht nicht die richtige. Achso. Das war nicht die Frage, warum Wim da überhaupt Mac hat und trotzdem startet, wenn es angeblich required ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen LD Open macht und der den Error zurückgibt und dann hat er halt keinen Lua Support in meinem Wim Skript. Okay. Oh. Ja. Hat er noch Ruby? Ja, und Python. Okay, was auch immer. Python 3. Ja. Was war das? Der Vortrag ist zu Ende.